Zeit und heute gucken wir mal wieder ein bisschen was in der Netzwerkecke. Ich habe da nämlich ein kleines Problem. Ich habe an einer Installation einen Switch stehen, Gigabit-Switch, allerdings unmanaged, da kann ich nichts einstellen. Normalerweise kein Problem, wenn man da Pakete hinschickt, die VLAN haben, dann leitet er die halt einfach durch. Aber an dem hier hängt eine Fritzbox. Und Fritzboxen, die sind für komplexere Netzwerke nur mäßig geeignet. In meinem Fall ist das kleine Problem, die Fritzbox, die nimmt auch von VLANs, die sie nichts angeht und ignorieren sollte, alle MAC-Adressen und will Statistik dazu machen. Und sagen wir mal, wenn man ein paar tausend MAC-Adressen im Netz hat, dann läuft der Speicher voll und dann passieren seltsame Dinge, also es sind plötzlich Freigaben verschwunden und muss nicht sein. Also, an die Stelle muss ein Switch, der managed ist, und ich bin mal ein bisschen einkaufen gegangen und habe mal wieder in der HP-Ecke zugeschlagen, und zwar diese beiden hier. Wir haben hier ein Modell 2610-24 und ein 2824, und ja, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Der obere ist neuer, der untere ist besser. Problem bei hier dem oberen, leider zu spät gesehen, der war falsch eingestellt. Das ist der 2610, nicht der 2610G. Das heißt also, diese ganzen Ports hier, die 24, das sind alles nur 100 Megabit. Und damit kann man heute nicht mehr viel reißen. Hier hinten, das sind 2 Gigabit Ports. Das heißt, 2x Gigabit könnte man machen und 2x SFP. Könnte man auch nochmal ein Netzwerk rausholen, entweder in Kupfer oder in Glas. Das heißt, im Prinzip ist es ein 4-Port Gigabit Switch. Mit ein bisschen 100 Mbit dahinter. Gut. Ist, ich glaube, eine Generation neuer als der, den ich schon hatte. Gucken wir mal gleich rein, was da drin steckt. Und zum Vergleich das ältere Modell, 2824, das sind alles Gigabit-Ports. Das heißt also 20 mal Gigabit. Hier hinten, das sind dann noch 4 Dual-Personality-Ports. Da können wir entweder mit dem normalen RJ45 Gigabit Netzwerk reingehen, oder wir nutzen die SFPs, Small Form Factor Pluggable. Das sind diverse Module, gibt es da entweder auf Kupfer oder auf verschiedene Glasarten. So kann man da dann auch noch sich anbinden. Wir sehen schon, der obere, der hat hier den aktuellen Konsolenport, das ist so ein RJ45 seriell Anschluss. Der untere hat noch den klassischen D-Sub-9 seriell Anschluss, ist aber beides noch seriell. Die ganz neuen Module, die haben meistens noch einen Micro-USB-Port oder sowas dabei, wo man direkt per USB programmieren kann. Aber ein Adapterkabel kostet jetzt auch nicht die Welt. Und am Ende haben die meistens ja auch sinnvollerweise eine Netzwerkanbindung, und dann kann man sie da drüber irgendwie managen. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem aktuellen an, weil der dürfte sich nicht groß unterscheiden von dem, was wir schon kennen. 2 Schrauben an der Seite, 2 oder 3 Schrauben hinten, und dann sollten wir relativ flott im Inneren sein. Achso, da ich es nicht gezeigt habe, gerade noch die Rückseite, da ist nicht viel zu sehen. Wir haben den Stromanschluss, normale Kaltgerätekabel, Universalspannung, passt alles. Und daneben die Platte, das ist der RPS-Input. Ich glaube, Reserve Power Supply oder Redundant Power Supply, da könnte man ein zweites Netzteil anschließen, was extern ist, sodass, wenn hier das interne Netzteil ein Problem hat, der Switch darüber weiterlaufen könnte. Hab's ehrlich gesagt sehr selten gesehen, weil das Problem ist, die sind, glaube ich, wirklich so wie ein Laptop-Netzteil und passt schlecht in ein Rack rein, würde ich behaupten. Gut, machen wir mal auf, gucken, was drin ist. Der Deckel sollte jetzt los sein. Nachher, tada, da sind wir. Und ja, nicht viel drin, wie wir sehen. Wir haben offensichtlich hier das Netzteil, das ist von Delta, also ein fertig hergestelltes, so wie man das auch kennt. Erstaunlich viele Kabel mal wieder. Kann man da irgendwas lesen? Plus 12 Volt, Ground, und dann haben wir hier Status 2, Status 1, ein Power Good Signal und ein RPS Present Signal. Das sind also die Kabel. Und wenn ich jetzt so drauf gucke, macht es auch Sinn. Hier ist ja der RPS-Input, dieser Ersatzstromeingang, der ist hier mit auf der Netzteilplatine. Das heißt, die würde dann auch gleichzeitig noch hier hinten rüber kommunizieren, ob das externe Netzteil in Ordnung ist, ob es eingesteckt ist und solche Dinge. Okay, Leistung 12 Volt, 2,5 Ampere. Dann haben wir den eigentlichen Prozessor. Wir haben jede Menge Stromversorgung hier, was auch zu erwarten ist. Der hier gibt ja nur 12 Volt aus.
Der ganze Kram hier wird wahrscheinlich eher mit 5 oder 3,3 oder noch anderen Spannungen laufen. Dann haben wir hier drunter den Hauptprozessor im Sinne von der Switching-Prozessor. Insgesamt 3 Broadcom-Chips, das ist das eigentliche Netzwerkinterface nach draußen. Hier oben haben wir dann RAM, Flash und CPU fürs Management, das sind die Sachen. Und die Treiber fürs SFP. Wir haben hier die SFPs direkt auf dem Board gelötet und dann nochmal eine Zusatzplatine mit den beiden AJ45-Gigabit-Anschlüssen. Die sind also einfach nur draufgesteckt. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen vermisse, hier gibt es keine Magnetics. Ich weiß nicht, ob das beim anderen Switch auch so war. Normalerweise hat man noch Transformatoren quasi, also Übertrager, die hier das eigentliche Kupferinterface galvanisch mehr oder weniger von den Controllern trennen. Haben wir hier nicht. Das dürfte hier bei dem dann in den Netzwerkanschlüssen selber schon eingebaut sein. Die gibt es, Netzwerkanschlüsse, so RJ45 mit integrierter Magnetics. Last but not least, hier sind 2 Kabel. Die gehen hier rüber. Das ist der Info-Button, womit wir die LEDs umschalten können. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LEDs. 3 Knöpfe und dann der RS-232. Hier ist noch ein Chip drauf, das ist ein Chip, den ich nicht lesen kann, dürfte aber ein RS-232-Transceiver sein, würde Sinn machen. Ja, sieht grob ähnlich aus wie den wir schon hatten. Was mich aber mehr interessiert, wie sieht es denn mit dem alten hier unten aus? Denn der dürfte ein paar Generationen hinterher sein und dürfte ein paar Unterschiede haben. Und den ersten sehe ich jetzt schon, viel mehr Schrauben und vor allen Dingen, das sind Torx-Schrauben. Ich muss mal gerade Werkzeug suchen gehen. So. Also, auch hier können wir gerade noch einen Blick auf die Rückseite werfen. Auch da nicht viel mehr der Stromanschluss und der RPS. Das sieht auch so ungefähr, zumindest nach derselben Größe aus. Das steckt drin. Das ist ja das Wichtigere. Ein bisschen sehr viel mehr. Heieiei, sind das große Chips. Also, abgesehen von den offensichtlichen Sachen, gehen wir doch mal die Boards durch. Wir haben hier wieder eine Netzteilpartie, die ist auch wieder separat. Ich schätze auch Delta. Haben wir irgendwo ein Logo? Nee, ein Herstellerlogo kann ich jetzt so auf die erste Sache nicht finden. Was hier interessant ist, das Stromkabel zum Board, zum Hauptboard, das ist hier angelötet und das scheint parallel zum RPS zu sein. Das heißt, während bei dem anderen Switch das Netzteil anscheinend aktiv umgeschaltet hat, scheinen die hier einfach nur parallel zu sein und ja, wird schon irgendwie passen. Auch ansonsten sieht man, die Logik von hier dem Board ist auf einem separaten Riser hier, das heißt die ganze Steuerung ist hier ausgelagert. Das unten ist dann wirklich nur die Leistungselektronik, vermute ich. Ebenfalls in der Ecke 3 Lüfter, der andere war lüfterlos, hier haben wir 3 Stück. Ist eigentlich üblich, zumindest bei Gigabit und so weiter, dass man Lüfter benötigt. Ob das jetzt die hier sein müssen und so laut, ist Definitionssache. Aber generell gilt halt, je kälter das ist, je besser gelüftet ist, desto länger hält das Zeugs. Und naja, in der Netzwerktechnik, gerade Infrastruktur, möchte man ja, dass das Zeug hält und Lärm ist da kein so großes Problem normalerweise. Das Mainboard selber, ja, es ist groß. Also allein schon diese Maße mal für ein Board ist gut, also ich bin mir nicht sicher, ob normale Herstellverfahren das überhaupt hinbekommen in der Größe oder ob man da schon Spezialmaschinen benötigt. Ansonsten sehen wir Sachen, die auch beim anderen ungefähr so sind. Wir haben hier eine Sektion mit Stromversorgung, wie es aussieht. Hier was mit der Lüftersteuerung, das haben wir beim anderen natürlich nicht gehabt. Interessanterweise haben wir hier einen Jumper, Benchdump Debug, den hatte der andere auch. Also offensichtlich sind da Sachen über längere Zeiten mitgenommen worden. Hier jede Menge Broadcom-Chips unten drunter. Das ist derselbe Hersteller, anderer Chip, der versorgt entsprechend die Netzwerkanschlüsse. Auch hier keine Magnetics, das heißt auch hier bei dem Switch sind die wahrscheinlich vorne schon eingebaut. Ansonsten hier in der Ecke noch ein paar Kleinkram, das dürfte seriell und so sein. Interessanterweise hier 4 LEDs, die nirgendwo hingehen. Das sind irgendwelche Debug-LEDs, wie es aussieht. Die sieht man aber nur, wenn man das Ding offen hat. Ein FPGA-Lattice. Und die Riesendinger hier, das dürfte die eigentliche Switching Engine hinten dran sein. Und ja, das ist mal eine Chipgröße für einen IC. Also Hut ab, die Dinger, die dürften in der Herstellung auf jeden Fall ein paar Euro gekostet haben. Und wenn wir bei Dingern sind, die ein paar Euro gekostet haben,
Der Motorola-Prozessor hinten wahrscheinlich auch, weil der hat auch diese Größe. Ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben nochmal Broadcom und der dürfte sich wahrscheinlich hier hinten drum kümmern, um die SFPs und die Kupferports. RAM, Flash und so weiter, nur ein paar FPGAs und zur Abwechslung noch ein AMD-Teil. Was mich ein bisschen verwirrt, ist der Anschluss hier. Da scheint es noch eine Erweiterungsmöglichkeit nach hinten zu geben. Ich bin mir gerade nicht sicher, bei den neueren Modellen, da gibt es für hinten noch Module für 10 Gigabit, aber der hier sieht mir eigentlich zu alt aus, als dass es da 10 Gigabit Uplinks hätte geben können. Aber eine Menge Pins, also irgendeine direkte Anbindung scheint hier zu sein und von der Lage her hier hinten würde ich sagen, um ein Zusatzmodul hier hinten einbauen zu können. Aber nicht bestückt, also bei hier dem Modell offensichtlich nicht. Gut, jetzt habe ich hier zwei Switche. Mit etwas Glück habe ich auch noch irgendwo hier ein Stromkabel. Dann können wir mal gucken, ob sie auch angehen. Ich meine, ja, werden sie wahrscheinlich. HP-Equipment im Netzwerkbereich kaputt zu bekommen, besonders aus der Ära, ist schon schwer. Aber genug gefaselt. Bauen wir mal hier unser Improvisationsrack auf und gucken mal, wo wir hier Strom herbekommen. Und sinnvollerweise gucken wir von vorne drauf. Da ist die Musik. Na, fangen wir mal mit dem neueren 100 Mbit Switch an. Zu hören dürfte nicht viel sein, hat er keine Dings. Was ich im Übrigen gerade sehe, hier guckt Kupfer raus oder Metall. Nicht schön. Und yay, Lichtorgel. Das sieht doch schon mal gut aus. Alle Ports grün. Das heißt also, die Controller scheinen schon mal zu funktionieren. Wir haben eine LED auf dem Stromversorgungsboard noch zusätzlich. Und nach ein paar Sekunden sollte er eigentlich mit seinem Selbsttest dann durch sein. Noch ist er am Testen. Die LED ist noch an. Wir sehen es jetzt hier hinten bei denen. Dürfte die hier jetzt genau nacheinander durchtesten. Und jetzt ist die Test-LED aus, das heißt, jetzt ist der Switch voll in Betrieb. Dauert natürlich länger wie so ein Baumarkt-Switch mit dem Hochfahren. Allerdings sind natürlich auch viel mehr Funktionen da, die man sonst nicht hat. Gerade so VLAN, teilweise sogar Routing, da kann man eine Menge mitreißen. Gut, nicht viel zu sehen und ich habe nichts zum Programmieren, von daher lassen wir das mal. Machen wir mal lieber den alten an, gucken, was der sagt. Der dürfte auf jeden Fall etwas lauter sein, so viel kann ich schon mal sagen, weil drei Lüfter und auch hier haben wir jede Menge LEDs. Wir sehen auch schön, die hier, das sind Lightpipes, die kommen von hier hinten. Was mich gerade wundert, die Lightpipes gehen hier weiter, hier sind noch vier Stück, die nicht nach vorne gehen, okay. Aber klar. Plus 4, dann wären wir bei 24. 24er wäre wahrscheinlich ein Switch ohne die SFPs und so. Und Lampen aus, klingt doch schon mal gut. Jetzt testet er sie alle durch. Und wir sehen ja auch, hier ist jeweils jetzt ein T mit einem Pfeil nach links an. Das heißt, jetzt ist der Kupferanschluss aktiv. Alternativ gibt es hier drunter noch M. Mit einem Pfeil nach hier, das wäre dann jeweils der Glasfaserport. Ich könnte gleich mal gucken, ob ich eine SFP finde. Dann kann man das bestimmt auch umschalten. Ansonsten Status Fan und hier können wir umstellen. Viel zu sehen ist nicht. Was wir jetzt mal testen können, das hier sind dreipolige Lüfter. Das heißt, der kriegt mit, wenn wir da etwas ausziehen oder die Lüfterdrehzahl nicht stimmt. Wir können jetzt mal einfach ganz frech hier den Lüfter anhalten. Und wir sehen, die Fault-LED geht an, Fan blinkt. Er hat also gemerkt, da stimmt was nicht mit meinen Lüftern. Wenn wir wieder loslassen, geht es auch wieder aus. Okay, gut. Heißt aber natürlich auch, wenn wir die hier ausstecken, weil uns das zu laut ist, dann würde er sich da wahrscheinlich bitterböse beschweren mit rotem Blinken, wie wir das so kennen. Was mir gerade noch auffällt, wir haben zwar die Lüfter, aber wir haben ja überhaupt keine Kühlkörper auf den ICs. Okay, wenn wir mal den anderen gerade noch mal hier rüberholen. Der hat ja hier diese passiven Kühlkörper drauf, wo dann auch ein Luftstrom, der drüber geht, tatsächlich ein bisschen Fläche hätte. Hier offenbar nicht. Also entweder werden die Dinger nicht wirklich warm. Können wir mal gucken. Ja, sie werden warm. Sie werden sogar gut warm. Interessant. Da hätte ich einen Kühlkörper jetzt erwartet. Die hier nicht, also Hauptprozessor und so, die langweilen sich zwar, aber gerade hier die Switching-Infrastruktur, die hat doch merklich Wärme. Und bei den LEDs, ich weiß nicht, ob man die hier sehen kann, die Debug-LED, die ist fleißig vor sich hin am Blinken.
Gucken wir gerade noch mit den Modulen. Ich habe hier mal einen SFP gefunden. Das ist ein 850 Nanometer, also Multimode-Faser. Mit den hier reinschieben müsste er eigentlich hier von T auf M wechseln. Und Überraschung, jetzt steht hier ein M. Und yep, da ist natürlich Licht. Außerdem nicht vergessen, do not look into laser with the remaining eye. Und wenn wir dabei sind, normalerweise auch nicht mit Kamera, aber ich weiß, dass die hier, die Multimode, nicht so viel Dampf dahinter haben. Von daher kann man das mal machen. Gut, zwei Switche, zwei Generationen, zweimal müsste programmiert werden. Gehen wir mal auf die Suche und an den PC. So, einer von den Switchen hat sich auch schon gemeldet, der neuere, der 2610-24. Wenn wir hier gucken, die Konfiguration ist leer. Letzte Firmware von 2009. Müssen wir mal gucken, ob es da eventuell was Neueres gibt. Das Ding hat auch ein Webinterface, klappt aber nur mit Java-Applets und ich glaube nicht, dass es die heute noch irgendwo gibt. Aber ganz ehrlich, wer einen professionellen Switch hat, der will eigentlich auch kein Webinterface benutzen müssen. Wenn wir auf die Parameter hier gucken, das Ding hier, das ist End of Sale, also wird nicht mehr verkauft. Gab es den 24 und 48 Ports mit und ohne PoE und noch eine Variante mit PPoE, das dürfte passives PoE sein, denke ich. Und ja, Beschreibung halt Standardgedönse inklusive hier der Lifetime Warranty und kostenlosen Software Updates. Das Ganze wird als Cost Effective vermarktet. Yep, ich glaube, selbst als der rauskam, war Gigabit eigentlich schon eher Standard, will ich jedenfalls hoffen. Aber schauen wir gerade nochmal so über die Sachen, die er kann. Wir haben Priority, also Class of Services, Quality of Service Gedönse. Wir können anhand von Portnummern priorisieren. Das ist natürlich eine coole Sache, wenn man da mit rumhantieren möchte. Power over Ethernet hat mein Modell nicht. Die Gigabit-Ports, die paar, die da sind. Jumbo-Pakete, gut, das sollte, denke ich, klar sein. Link Aggregation Protocol, wir können also mehrere Sachen zusammenfassen zu einem größeren Link. Spanning Tree und Multiple Spanning Tree. Airmon, XAirmon, S-Flow, das ist mehr für Monitoring. WLAN Tagging und Port-Based VLAN. Statisches Routing für VLANs, leider nicht mehr. Die neueren Modelle haben zum Teil dann auch Routing-Protokolle drin. Also sowas wie OSPF oder RIP will man eigentlich nicht mehr haben. 802.1x hatte ich hier schon mal gezeigt. Das heißt, dass man, wenn man ein Gerät reinsteckt, sich erstmal mit Benutzernamen und Kennwort anmelden muss. Das ist für Firmen natürlich interessant. Und das war's dann auch soweit. DHCP Protection, BPDU Protection, das sind so Dinge, die im Enterprise-Umfeld eigentlich Standard sein sollten. Was ich gerade sehe, Link Layer Discovery Protokoll, da können wir mal gucken, ob wir den anderen Switch sehen, weil eine IP von dem habe ich noch nicht gesehen. Und das ganze Zubehör, was es dazu gibt, sind dann hauptsächlich die Transceiver, einzelne Glasfasern, Rack Mount Kit. Das ist dann dieses externe Netzteil und ich muss mich da korrigieren, das ist anscheinend doch Rack Mount. Okay, gut. Und ganz am Ende das, was leider üblich ist, 66 Watt maximaler Strom. Der wird jetzt deutlich drunter liegen, aber er wird deutlich über so einem aktuellen Switch liegen, einfach weil so Switche meistens im Rechenzentrum zumindest in der Zeit nicht wirklich auf den Stromverbrauch geachtet haben und da entsprechend dann ein bisschen mehr brauchen. Wobei 41 Watt sind es für unser Modell, das andere war glaube ich mit PoE oder sowas. Dann schauen wir mal, ob wir LLDP irgendwas sehen. Info. Nope. Das zeigt. Doch, Moment, stimmt. Port 26 auf Port 21. Das ist mein anderer Switch, den wir hier haben. Stimmt, die sind nicht untereinander verbunden. Dann muss man gerade auf den anderen Switch gehen. Wenn wir auf dem hier gucken, dann sehen wir hier durchaus, dass sich hier auf Port 22 der 2824 gemeldet hat. Also Verbindung hat er. Das Ding hat tatsächlich eine IP-Adresse. Und die sieht sogar fest eingestellt aus. Das heißt, da scheint vom Vorbesitzer noch eine Config drauf zu sein. Und es ist ein bisschen Config drauf. Allerdings bezieht sich das nur auf die IP-Adresse und ein Default-Gateway. Okay, keine Passwörter. Trotzdem nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr Geräte irgendwo gebraucht verkauft, dann löscht vorher eure Configs, sonst können da eventuell Daten verloren gehen. Das ist nicht gut. Was wir dann auch schon sehen, letztes Update 2004, ich wette, da kam eins hinterher, also bitte patchen, mehr patchen. Dann schauen wir gerade noch auf das Datenblatt von dem Switch hier, 20 Ports, Gigabit, jo.
Wir haben also eine 48 Gigabit Backplane, Link Aggregation, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree, okay, VLAN, Jumbo-Pakete, ebenfalls Basic IP Routing, ebenfalls Port Security, IP Lockdown, hatte der andere das, bin ich mir nicht sicher. Damit kann man dafür sorgen, dass an einem Port auch wirklich nur eine IP sein darf, sodass nicht einer da versucht, sich andere IPs zu geben. 802.1x, CEO, Quality of Service, das sieht eigentlich alles so ziemlich identisch aus. Und was ich gerade sehe, Moment mal. Was war der andere Switch? Ha, cool. Die stammen offenbar aus derselben Generation. Das heißt, ich kann die zu einem virtuellen Switch zusammenschalten und dann gemeinsam verwalten. Okay. Was sagt der Stromverbrauch? Haben wir den irgendwo? 100 Watt. Naja, bis zu. Ich habe aber die Befürchtung, ja, Energy Efficient Ethernet kann das Ding nicht. Das heißt, es kann nicht in Schlafmodus gehen bei den Ports, um Strom zu sparen. Schade. Schauen wir gerade noch, was hier die Firmware von den beiden Dingern sagt. Ja, und kleiner Unterschied. Die Firmware auf dem Switch ist von 2004. Die aktuelle ist von 2015. Also da hat jemand offenbar nicht ganz so das Patching betrieben, wie es sein sollte. Und was sagt der andere? Na, nicht viel besser. Firmware ist von 2018 die letzte und die installierte von 2009. Leute, patcht eure Systeme. Wobei ich leider sagen muss, dass es durchaus hier einen Grund geben kann, warum man es nicht gepatcht hat. Ihr habt eben gesehen, ich hatte da No-Name-Transceiver reingesteckt und er hat einwandfrei funktioniert. Mit den aktuellen Firmwares lässt HP das leider nicht mehr zu. Da gehen nur noch Original-HP-Transceiver oder speziell für HP programmierte, gefälschte, je nachdem wie man es sieht, Transceiver. Bei den aktuellen Generationen von HP-Switchen kann man da in der Config explizit sagen, okay, lass auch bitte wieder No-Name-Transceiver zu. Bei hier denen ist das nicht möglich. Wenn man die aktuellste Firmware drauf hat, kann man wirklich nur spezielle Transceiver verwenden und nicht mehr einfach alles, was auf dem Markt ist. Das heißt, da hat man dann die fiese Auswahl, entweder mehr Geld in die Hand nehmen für entsprechende Glasfasertransceiver oder No-Name benutzen, aber dafür Sicherheitslücken in Kauf nehmen. Heutzutage nicht mehr ganz so problematisch. Wie gesagt, die aktuellen Modelle, die können wieder No-Name-Transceiver und auch die Nachbauten sind inzwischen relativ erschwinglich. Also ist ein bisschen nervig, aber heutzutage sollte man eigentlich schon die aktuellste Version fahren, wenn es denn aktuelle gibt. Bleibt noch eine Frage, wie sieht's mit dem Stromverbrauch aus? Und naja, ich habe beide mal angeschlossen, jeweils mehr oder weniger ohne Last. Das Einzige, was angeschlossen war, war ein Twisted per Gigabit Uplink. Und der 2610 kommt damit auf, ja, gerundet etwa 15 Watt. Das ist nicht gut, aber es ist auch noch überschaubar. Wenn man mal guckt, so ein WLAN Access Point, der kann durchaus auch mal 5 bis 7 Watt ziehen und der hat halt ein paar Ethernet Ports weniger. Also dafür, dass der kein Energy Efficient Ethernet kann, ist das, denke ich, ganz akzeptabel. Nicht ganz so akzeptabel ist der 28er. 45 Watt in Ruhe. Also normalerweise bin ich bei sowas nicht sonderlich empfindlich, was Stromverbrauch angeht, aber das ist schon, ja, eine Hausnummer, wo dann selbst ich überlege, ne, vielleicht ist das doch der falsche. Vor allen Dingen, wenn wir überlegen, es sind halt wirklich nur 24 Ports und das Ding hat kein Power-over-Ethernet und, die neueren Modelle, ich habe ja hier noch den 2510G, der auch 24 Ports hat mit Gigabit. Und der liegt mit relativ guter Beladung, also einige Strecken drin, sogar Glasfaser, bei so etwa 27 Watt. Also, da hat sich zwischen den Generationen offensichtlich einiges getan. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, der 28er, den ich hier habe, der stammt aus dem Jahr 2006. Und der 2510, den ich hier habe mit Gigabit, der stammt aus dem Jahr 2007. Also da liegt jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Der 2610 im Übrigen, der kommt aus dem Jahr 2008, also nochmal ein bisschen neuer. Nur ohne Gigabit-Ports bringt der halt leider nicht so viel. Wie ich jetzt weitermache, mal schauen. Also ich würde schon gerne bei diesem HP-Zeug bleiben, einfach weil der Rest hier auch HP ist und das macht die Verwaltung dann ein bisschen einfacher. Vom Stromverbrauch würde ich entweder wieder auf den 2510er gehen, den ich hier schon habe. Davon vielleicht noch einen klicken, die sind relativ günstig.
Eine Alternative wäre ein 2910 AL, der dürfte ungefähr denselben Stromverbrauch haben, eventuell sogar noch einen Ticken drunter. Großer Vorteil bei dem, den kann man noch mit 10 Gigabit nachrüsten. Das ist hier bei denen leider nicht möglich. Außerdem, ich glaube, der 2910 AL kann zumindest beschränkt Layer 3, wenn man das braucht. Allerdings sind die auch noch ein bisschen teurer. Ich hatte jetzt mal grob drüber geguckt, so doppelten Preis zum 2510er müsste ich da rechnen. Na gut, ich werde mal gucken, was ich so in nächster Zeit abstauben kann. Bis dahin muss der 28er hier den Job erstmal erfüllen. Und auch wenn er dabei irgendwie ein bisschen sehr viel mehr frisst als das, was ich gerne hätte, naja, er tut zumindest genau wie der andere auch, was er soll.